Servus, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich bin heute auf dem Lechweg unterwegs. Ich möchte einfach mal eineinhalb, zwei Etappen auf dem Lechweg laufen. Gestartet bin ich in Stanzach und laufe jetzt über Vorderhornbach Richtung Heselgeer. Die Strecke seid ihr mit mir noch nicht gelaufen. Ich selbst bin hier auch noch nicht gegangen und daher freue ich mich auf ein paar neue Eindrücke. Es ist ja ziemlich kühl heute Morgen. Gestern gab es einen heftiges Unwetter. Ich wollte die Tour gestern eigentlich schon angehen, aber habe es dann sein gelassen, weil es doch arg stark gewittert hat. Und wenn ihr da vorne vor mir schaut, da kommt heute mit Sicherheit auch noch das ein oder andere runter. Mal schauen, wie lange wir hier unterwegs sein können und wie sich das Ganze so entwickelt. Was meine geplante Route angeht, möchte ich wie gesagt erstmal Richtung Vorderhornbach laufen. Von dort aus hoch auf den Lechweg und dann auf dem Lechweg am Berg lang Richtung Heselgeer. Ja, und da geplant dann je nach Wetterlage absteigen zum Ufer und dann am Ufer zurück. So eine kleine Rundwanderung, etwa 20 Kilometer, denke ich, dürften das werden. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Ich bin auf alles vorbereitet jedenfalls. Ausrüstungsmäßig habe ich heute das komplette Setup dabei. Zum einen, um mich ein bisschen ans Gewicht zu gewöhnen, und zum anderen weiß ich nicht, ob da jetzt heute noch ein großes Gewitter kommt. Und so habe ich zumindest einen geschlossenen Biwaksack, Tarp und ein bisschen was zum Wärmen dabei. Von daher lassen wir mal alles auf uns zukommen. Die Tour dient mir auch dazu, ein bisschen Ausrüstung zu testen. Eigentlich wollte ich heute mein neues Solarpanel, das Sunnybag Leaf Mini, mitnehmen. Das musste ich allerdings umtauschen, weil es nach dem zweiten Test einen Fehler in der Elektronik hatte. Und da ich wohl nicht der Erste bin, habe ich es zurück zum Hersteller geschickt. Kriege jetzt diese Woche ein neues, das werde ich dann auch ausprobieren. Ja, aber die Infos dazu gibt es dann später im Review. Da werde ich euch dann alles zu dem Fehler sagen. Und ob es ein grundsätzliches Problem ist oder ob das jetzt Einzelfälle sind, das werden wir alles sehen. Aber an der GoPro teste ich heute mal das externe Mikrofon. Sprich, ich habe ein bisschen größeres Setup dabei. Selfie-Stick, Media-Mod, GoPro und externes Mikro. Ganz einfach, weil es gestern hier so brutal windig war und ich hatte einfach Angst, dass ihr dann überhaupt nichts hört am Ton. Und von daher könnt ihr mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie der Ton hier so ist, ob euch das gut gefällt, ob ich euch mit dem Ton abholen kann oder ob ihr sagt, eigentlich merke ich gar keinen Unterschied zu den sonstigen Videos. Zwei Kilometer und jetzt bin ich durch Vorderhornbach durch. Ich muss allerdings sagen, der Lechweg ist, wenn man von der Quelle zum Lechfall läuft, wesentlich besser ausgeschildert, als wenn man berghoch läuft. Es ist ja ein Leichtwanderweg. Schaut mal hier, wie man sehen kann. Ist ja ein Leichtwanderweg und ja, da wählen die meisten Leute natürlich den Weg nach unten. Sprich, man fährt mit dem Bus zum Startpunkt, zum Vormariensee, und von da geht es dann runter. Aber ja, wenn man bergauf will, das ist die Beschilderung nicht immer durchgehend logisch, gerade in Ortschaften. Und von daher, naja, egal. Jetzt geht es hier so einen kleinen Steigberg auf. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Aber da oben kommt schon eine Straße. Sieht so aus. Das war jetzt wohl gerade so eine kleine Abkürzung. Jetzt bin ich wieder auf einer etwas breiteren Vorstraße, aber laut Karte auch nur ein kurzes Stück. Und dann geht es wieder bergan über einen steilen Pfad. Und dann sollte es eigentlich gemütlicher weitergehen. Schauen wir mal. Ja, da ist schon das Schild. Gleich über die Wiese. Ach herrje. Zeckenparadies. Aber der Weg ist recht breit ausgetreten. Und da geht er schon.
So Leute, ich habe den Anstieg hinter mir. Der war echt ziemlich brutal. Also ganz ehrlich, runter, okay, aber hoch, das letzte Stückchen, halleluja, war das steil. Das sieht man auf der GoPro meistens eh nicht, aber ich bin innerhalb von 5 Minuten so dermaßen in Schwitzen gekommen. Jetzt weiß ich auch, warum hier oben als allererstes das Ding hier steht. Zum einen, um die Aussicht zu genießen, und zum anderen, wenn du von da hochkommst, bist du fertig. Und wenn du von da runter musst, dann kannst du dich hier erstmal hinsetzen und Mut zusammen sammeln. Kannst dir einen antrinken. Ja, so schlimm ist auch nicht, aber das war jetzt schon heftig und richtig brutal sind diese, meine Tochter nennt sie immer, A-Loch-Fliegen. Diese Bremsen. Brutal, wie viel da sind. Also, wenn man steht, wenn man schwitzt und stehen bleibt, ist man gleich vollkommen übersät mit diesen Viechern. Schlimmer wie Zecken. Und die stechen auch gnadenlos zu. Ich habe übrigens letztens gelesen, die verfolgen einen bis zu 20 km/h auf dem Fahrrad. Also, wenn man schwitzt, hilft nur eins: totschlagen. Also, ihr müsst die Dinger killen, sonst hat das keinen Sinn. Die verfolgen euch selbst mit einem Flügel weiter. Genug Pause, jetzt geht es erstmal auf dem Hauptweg weiter und ich habe jetzt mal ein bisschen da hinten auf der Schaukel die Karte studiert. Also höhenmetermäßig dürfte jetzt nicht mehr so viel passieren. Es müsste jetzt hier quasi am Berg oberhalb des Lechs eigentlich die nächsten Kilometer gemütlich durch den Wald gehen. Lassen wir uns da mal überraschen, ob das wirklich so ist. Und ja, jetzt geht es gleich von diesem doch schon recht gut ausgebauten Weg, laut Karte auf einen etwas breiteren Weg, dann wieder auf einen kleinen Pfad, also sehr, sehr abwechslungsreich. Ich bin gespannt, hoffe nur, dass hier in den schattigen, waldigen Bereichen nicht so viel von den komischen Bremsen sind, die mich sonst bremsen. Leute, mal ganz ehrlich, ich frage mich, warum wir hier auf dem Lechweg sind, denn der Lech ist so weit entfernt, also keine Ahnung, warum die Etappe hier oben lang geht und nicht unten am Flussufer. Aber das frage ich mich oft bei den Wanderwegen. Ich habe das ja auch schon beim Saki oft gesehen oder beim Soulboy. Die ganzen Wanderwege, Rheinsteig oder sowas, die machen einen riesen Bogen vom Fluss weg und ja, schimpfen sich dann aber Rheinsteig. Keine Ahnung, finde ich irgendwie doof. Also, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man meiner Meinung nach auch versuchen, unten am Wasser zu bleiben. Da unten ist ja ein Weg parallel zum Ufer, der Uferweg, den wir nachher zurückgehen. Also, warum gehe ich hier oben her, wo ich den Lech nicht mal sehe durch die ganzen Bäume? Das ist nicht so schön. Aber gut, der Weg ist einfach zu gehen. Ist jetzt fast keine Steigung. Also, wenn ich von da kommen würde, sprich flussabwärts gehen würde, würde ich den Weg eigentlich noch nach unten gehen. So habe ich jetzt 100 Höhenmeter gehabt oder so. Nicht so wild. Ich bin eigentlich schon wieder viel zu schnell unterwegs, weil über mir ziehen sich die Wolken zusammen und irgendwie möchte ich vermeiden, in einen heftigen Hagel zu kommen. Ja. Schau mal, ich habe eigentlich viel Zeug mit. Ich habe einen Stuhl sogar mitgenommen. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Stuhl mehr dabei gehabt. Ich habe Kochzeug mit. Ich wollte mir eigentlich ein paar Nudeln kochen, also zumindest Wasserkocher habe ich mit. Hatte heute mal wieder Bock auf so eine richtig schöne, gemütliche Sonntagstour. Aber irgendwie will der Sommer dieses Jahr nicht so, wie ich das will. Okay, auf der anderen Seite, wenn es jetzt knallheiß wäre, wäre auch blöd, oder? Die ersten 5 Kilometer habe ich gleich voll und da unten sehe ich schon ein Schild, wo es jetzt von dieser breiten Vorstraße auf den kleinen Steig übergehen soll. Da bin ich mal gespannt. Insgesamt ist aber noch extrem voll mit Bremsen hier. Also ich schlage mich hier noch selbst zu Tode. Ekelhaft.
Aber gut, da unten ist auch hier eine Wildfütterung. Da, wo viel Wild ist, sind natürlich auch viele von diesen Viechern. Es ist früher Morgen und ich bin natürlich das gefundene Frühstück für die. Und diese Mistviecher, die machen mich rappelig. Ich weiß schon, warum ich lieber oberhalb der Baumgrenze gehe. Ah, da könnte was kommen, was ein bisschen nach Aussichtspunkt aussieht. Wow, ja, genau. Ah, das lädt doch zum Verweilen ein, oder? So, ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen Pause und werde die Karte studieren. Ich sehe den Weg, den ich gleich zurückgehen möchte. Der sieht auch nicht besonders spannend aus. Aber ob wir oben oder unten zurückgehen, das entscheiden wir nachher, wenn wir unten sind, würde ich sagen. Da machen wir uns jetzt noch gar keinen Kopf drüber. Wieder auf dem Weg. Jetzt habe ich meine Jacke angelassen. Zum einen, weil es hier doch ein bisschen windig ist. Und zum anderen hoffe ich, dass mich diese dämlichen Bremsen da nicht so oft stechen. Aber schauen wir mal. Hier ist die Aussicht auf jeden Fall schon wesentlich besser. Ah, siehst du, da ist schon wieder so ein Mistvieh. Wir laufen jetzt auf die kleine beschauliche Gemeinde Elmen zu. Ja, und da habe ich eine kleine Geschichte für euch. Denn nach Elmen wäre ich fast mal hingezogen, tatsächlich. Wir haben uns ein Haus angeguckt. Und das war allerdings vor YouTube. Jetzt im Nachhinein, als YouTuber hätte ich das Haus natürlich sofort genommen, weil das Haus hatte tatsächlich einen eigenen Bunker im Keller. Also richtig genial, hab's noch nie gesehen. Also der Besitzer hat uns das gezeigt, bis halt da runtergegangen. Eine riesige, schwere Panzertür. Und ja, dort hattest du einen Bunker bestehend aus 3 oder 4 Schutzräumen. Ja, und der Besitzer hat uns erklärt, das war wohl früher ja, vorgeschrieben, dass Neubauten in gewissen Regionen eben einen eigenen Bunker haben mussten, wegen Steinschlag, Mure, Krieg, was weiß ich. Also es war halt Bauvorschrift damals. Und so hatte dieses Haus noch einen Bunker. Und ja, heute als YouTuber wäre es natürlich genial. Da wäre ich wahrscheinlich jetzt ein Prepper-YouTuber oder sowas. Keine Ahnung. Ja, aber warum haben wir es nicht genommen? Ganz einfach, Internet. Das war damals noch so, dass die Internetverbindung hier wirklich miserabel war. Und ja, wenn man Internet zum Arbeiten braucht, macht das natürlich keinen Sinn. Heute ist das alles anders. Heute gibt es hier, glaube ich, auch mittlerweile schon Glasfaseranschlüsse. Und von daher wäre das heute kein Problem mehr. Da vorne war gerade eine kleine Bank. Da habe ich eine kurze Rast gemacht und habe ein wenig Komoot studiert. Und es ist so, dieser Pfad, auf dem ich mich jetzt gerade bewege, der geht wohl noch bis kurz vor Heselgär. Und dann gibt es eine Abstiegsmöglichkeit, beziehungsweise der Lechweg geht dann auf der anderen Lechseite weiter. Und ich werde dann hier unten auf dem Radweg zurückgehen. Denn laut Komoot gibt es da die ein oder andere überdachte Sitzgelegenheit. Und da könnte ich mich dann niederlassen und ein bisschen was kochen. Und ja, da hinten ist übrigens das neue Lechzeit. Das ist ein Hotel, Café, Restaurant, richtig schön. Also wenn ihr mal hier seid, da lohnt sich auf jeden Fall einzukehren. Nette Betreiber, gute regionale Küche, kann ich euch nur empfehlen. Praktischerweise würde ich sagen, wir gehen am Lechzeit runter und dann den Weg hier vorne zurück. Da gehen wir dann Richtung Martinau. Das ist ein Naturschutzgebiet im Naturschutzgebiet. Dort wächst der sogenannte Frauenschuh. Das ist eine Pflanze, die kommt fast nirgendwo mehr vor in Europa, komplett ausgestorben. Da wächst sie allerdings vermehrt. Und das ist die einzige Pflanze, die ich kenne, die ja, bergpolizeilich bewacht wird. Also in der Blütezeit ist da permanent ja,
Bergwacht, Alpinpolizei vor Ort, um dafür zu sorgen, dass die Leute auf den Wegen bleiben, dass die Leute keine Blüten abpflücken, dass Hunde nicht durch die Blumen rennen. Also die Blumen werden da mit viel, viel Personalaufwand geschützt. Das habe ich mein Leben daran noch nicht gesehen. Ich sagte ja vorhin bereits, dass ich heute das Media Mod mit dem externen Mikrofon drauf habe, also dem Buschel links oben. Und es braucht schon massiv mehr Strom in der GoPro. Also der Akku wird ziemlich schnell leer gesaugt. Wo ich sonst mit einem Akku ausgekommen bin, brauche ich jetzt schon zwei. Also das merkst du deutlich. Bin jedenfalls mal auf die Tonqualität gespannt, wenn ich zu Hause bin. Und ich bin gespannt, ob ich überhaupt Videomaterial habe, was ich euch zeigen kann. Weil komischerweise springt die Anzeige der aufgenommenen Clips immer hin und her. Ich bin jetzt eigentlich rein rechnerisch beim 35. oder 37. Clip. Und manchmal zeige ich die Anzeige nur 8 an, dann wieder 7. Das ist ganz interessant. Bin mal gespannt, was dahinter wirklich drauf ist. Damit haben wir jetzt auch die Stelle erreicht, wo wir umdrehen bzw. wo wir absteigen und am Lech zurückgehen. Wir haben jetzt, ja gut, 7 Kilometer oben am Lech gelaufen und jetzt laufen wir unten weiter, weil diesen Teil zeige ich euch in einem anderen Video. Das ist nämlich ein kleines Highlight, der Panoramaweg. Und ja, ich weiß nicht, ob das Wetter hält, der Panoramaweg ist auch besser bei Sonnenschein. Also wir sind jetzt hier an der Lechbrücke, das Naturparkhaus. Da sitzt die ganze Verwaltung vom Naturpark und jetzt gehen wir quasi hier zurück. Und ich möchte eigentlich mal schauen, wo es hier diese Feuerstellen gibt, diese Grillstellen, weil das ist sicherlich mal ganz interessant für ein Video oder für eine Übernachtung, wenn man da übernachten darf. Schauen wir uns das einfach mal an und gehen hier runter. Schaut mal hier, die Naturensöhne hier am Werk, bauen einen neuen Shelter. Ja, das Lechzeitlicht ist hinter uns und komischerweise ist dieser Weg, den wir jetzt gehen, auch mit Lechweg ausgeschildert. Lechweg Richtung Vorderhornbach, ist aber nicht der offizielle Lechweg. Ja, keine Ahnung. Wir werden einfach mal den Weg hier entlang gehen. Sieht aus, als wenn es viel Asphalt wäre, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich will gucken, was hier unten am Fluss los ist und nicht, was da oben los ist. Die nächste vernünftige Rastgelegenheit gehört auf jeden Fall mir, habe ich gerade beschlossen. Ist jetzt ja 11, eine halbe Stunde wird es noch mal Zeit, ein bisschen was zu essen. Und von daher schauen wir jetzt mal, dass wir irgendwas finden, wo ein Dach ist, eine Bank, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Aber das habe ich ja schon so oft in meinen Videos erwähnt, das ist hier bei uns leider auch Mangelware. Das sucht man oftmals vergebens. Vielleicht finden wir aber auch eine schöne Stelle, wo wir uns an den Lech setzen können. Schauen wir mal. Jedenfalls gefällt mir das hier, obwohl das jetzt hier das Stückchen Asphalt ist, wesentlich besser, weil es einfach näher dran am Geschehen und nicht so, ja, klinisch weit weg vom Fluss. Vom Wetter her haben wir aktuell richtig Glück. Es ist trocken, aber das war letztes Jahr ja auch so oft so. Die Wettervorhersagen haben den Weltuntergang herbeigeschrieben, prophezeit. Es war schwarz im Himmel und eine Stunde später war purer Sonnenschein. Gestern war es dann genau umgekehrt. Da war es ja schön und innerhalb von einer halben Stunde hat sich das so zugezogen. Da kamen dann Hagelkörner, ja, so golfballmäßig runter. Und da möchte ich natürlich nicht draußen sein. Und heute ist noch heftigeres Unwetter vorhergesagt.
allerdings erst nach Mittag und wir haben es ja jetzt erstmal 11:30 gleich und passt da schon. Das hier sind jetzt die Streckenausschnitte, auf die ich gewartet habe. Ah, herrlich. Da bekommt man richtig Lust, da reinzuspringen, oder? Ich muss meine Aussage von heute Morgen revidieren. Also den Weg oben rumzuführen ist doch besser wie unten. Weil auch wenn ich jetzt, naja, geografisch näher am Lech bin und ihn mehr höre, ich sehe trotzdem nichts. Weil auch hier alles voll mit Bäumen ist. Und oben konnte man wenigstens ab und zu mal noch von oben drauf schauen. Also oben ist doch die bessere Variante, muss ich wirklich sagen. Jetzt fängt es langsam an zu regnen. Nicht viel, also nicht, dass ich schon eine Regenjacke bräuchte, aber es nimmt zu. Was mich richtig ärgert, ist die GoPro. Also ganz ehrlich, dieses Media-Mod kannst du in die Tonne treten. Also ich muss so höllisch aufpassen, bei jedem zweiten Einschalten fehlen mir irgendwelche Clips. Jetzt hatte ich gerade, war ich bei Clip 48, er zeigt mir nach dem Einschalten 45 an, zwei, dreimal eingeschaltet, ausgeschaltet, dann stand wieder 48 da. Also das Ding ist echt für die Tonne. Und so viel besser kann der Ton mit dem externen Mikro gar nicht sein, dass ich mich auf den zukünftigen Touren noch mehr darüber aufrege. Also das ist echt Hölle. Ich habe ja zu Hause noch die Canon M50, die ich ja für Studioaufnahmen nutze. Ich scheue mich ein bisschen, die mit nach draußen zu nehmen, weil die doch ein bisschen größer ist. Aber ich habe auch ein Weitwinkelobjektiv für die und mal schauen. Vielleicht nehme ich die einfach mal mit auf die nächste Wanderung, weil da kann man auch schönere Fotos mitmachen. Dann könnte ich das Handy im Rucksack lassen. Mal schauen. Also ich bin momentan wieder in so einer Experimentierphase, habe so ein bisschen Bock, Sachen auszuprobieren, habe Bock, neue Sachen zu kombinieren. Und solange das nicht irgendwo oberhalb der Baumgrenze geht, wo es eh mega anstrengend ist, sondern auf so schön entspannten Fernwanderwegen, da kann ich auch die etwas größere Kamera mitnehmen. Da spielt das Gewicht nicht so eine Rolle. Und auch heute der Rucksack, ich glaube 12 Kilo habe ich drin mit Essen und ganzer Ausrüstung, trägt sich super angenehm. Also gibt es nichts zu meckern. Macht echt Spaß. Ja, es fängt jetzt immer mehr an. Ich will jetzt mal überlegen, ob ich zumindest die Regenhülle über den Rucksack mache. Keine Ahnung. Ja, warten wir noch ein bisschen. Vielleicht ist es nur ein kleiner Schauer, da hinten ist schon wieder heller. Der Regen nimmt jetzt doch zu und ja, ich habe jetzt zumindest mal den Regenschutz drüber gemacht und ich habe mal eine dünne Jacke angezogen. Einfach gegen den Wind. Die hält zwar nicht viel Flüssigkeit ab, aber wenn ich bis auf dem Dings nass bin, ist das auch egal. Was ist denn das da? Ah, Plastikflasche. Jetzt musste ich gerade noch mal einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Ich hatte nämlich mein Handy auch vor dem Regen geschützt in den Rucksack gepackt. Aber es ist halt blöd, wenn die Navi-Software, sprich Komoot, auf dem Handy ist und das Handy liegt da im Rucksack. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen in Martinau oder an der Road 22. Oder dem Las Vegas Tirols. Ja, schönes kleines Tiroler Dorf. Und da müssen wir jetzt kurz durch. Sprich, wir laufen den zentralen Punkt an, die Kirche. Und von da aus geht es dann wieder weiter. Wow, jetzt kommt ein fetter Bus. Knapp überlebt, würde ich sagen. Wenn einer Bock hat auf so richtig Urlaub auf dem Bauernhof, der ist hier in Martinau definitiv richtig. Also es ist so gewesen wie Tirol, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Überall Kühe,
kleine, gemütliche Familienhöfe, die Zimmer vermieten. Richtig schön und idyllisch. Also kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr hier seid, fahrt mit dem Fahrrad durch, wandert mal durch. Tolle Gegend, macht echt Spaß hier. Was ich noch nicht gefunden habe und was mir ehrlich gesagt noch immer ziemlich fehlt, ist eine Rastmöglichkeit. Also ne? Nur zur Erinnerung, falls ihr es schon vergessen habt. Und ich habe ich auch schon fast. Ich suche eine Bank. Eine Bank, einen Tisch, vielleicht einen kleinen Dach. Eine Schutzhütte wäre schon zu viel. Also irgendwas, wo ich mich mal hinsetzen kann, eine Rast machen kann und ja, mir was kochen kann. Aber hier ist gar nichts, Leute. Da merkt man wirklich, dass in Tirol die Infrastruktur zu 100% darauf getrimmt ist, die Leute in die Gastronomie zu bekommen. Also man gibt denen teilweise auch gar keine Möglichkeit, unterwegs eine Rast zu machen. Ist gar nicht gewünscht. Nimm ein bisschen was zu trinken mit, das reicht dann aber auch schon. Ansonsten geh auf eine Hütte, zahl da deinen Obolus, was ich ja gerne mache, aber es muss auch nicht immer sein. Manchmal hat man einfach auch Bock, sich selbst was zu kochen. Manchmal hat man einfach auch Bock, ja, an irgendeiner bestimmten Stelle zu sein. Was weiß ich. Aber ja, diese Möglichkeiten sind zumindest hier bei uns im Außerfern fast nicht vorhanden. Das ärgert doch ungemein. Boah, Leute, dieses Mediamod, das bringt mich um den Verstand. Jetzt habe ich, bin ich gerade durch das Frauenschuhgebiet durch. Da war nichts, was ich euch hätte filmen können. Da war einfach nur nichts. Und davon ganz viel. Aber das Mediamod, zweimal hat sich die GoPro aufgehangen. Dann stand da plötzlich 0 Clips drauf. Dann stand da 15, dann 5. Jetzt sind es wieder 50, was korrekt ist. Also ich habe echt keine Ahnung, was ich zu Hause nachher an Clips drauf und ob ich da überhaupt ein zusammenhängendes Video rauskriege. Was eigentlich feststeht, auf der nächsten Tour bleibt das Mistding zu Hause. Also das kommt nicht nochmal mit. Allein schon der Startvorgang der GoPro dauert viel zu lange. Also Mediamod, Tonne. Herzlich willkommen in Vorderhornbach. Wir sind wieder ja, an unserem Ausgangspunkt zurück, beziehungsweise fast. Da geht es Richtung Badino und da hinten geht es Richtung Dorf, da müssten wir jetzt eigentlich hin, aber wir gehen jetzt hier Richtung Badino runter und dann wieder zum Lech und in der großen Lechschleife dann zurück zum Auto. Das heißt, wir hängen noch ein paar Kilometer hinten dran und ja, da sehe ich gerade am Campingplatz schon der große Abreisezeitpunkt gekommen. Soll uns nicht stören. Wir wollen ja nicht campen. Wir wollen hinten zum Lech und hoffen, dass wir irgendwo in der Nähe des Campingplatzes mal eine Sitzgelegenheit finden. So Leute, ich bin jetzt den ganzen Campingplatz entlang gelaufen und ich muss sagen, der lohnt sich echt. Also der ist schön klein, schnuckelig, hat aber ein tolles, ja, ein Schwimmteich, also ist aber schön angelegt. Ein kleines Bistro, tolle Sanitäranlagen, eine riesige Zeltwiese, also wenn man hier mit Zelt unterwegs ist, wenn man am Lechweg wandert oder Bikepacking, ist das sicherlich eine tolle Möglichkeit zu übernachten. Ich bin auch schon überlegen, ob ich den nicht mal nutze, um von zu Hause aus loszulaufen, hier dann mein Zelt aufzuschlagen und am nächsten Tag wieder zurückzulaufen. Es müssten so knapp 30 Kilometer sein, also vollkommen noch in Ordnung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ja, der Wind nimmt auch wieder zu. Ihr könnt es wahrscheinlich wegen dem Mikro hier gerade nicht hören. Und ansonsten bin ich jetzt hier am Lech. Da vorne ist eine kleine Bank, aber immer noch nichts Richtiges. Mal schauen, was wir noch haben. Oh, das sieht doch gut aus hier. Wir sind auf wenigstens keine Radfahrer. Jetzt gibt es hier einen Container, Steine der Weisen. Hinterlasse eine Nachricht
weiß halt, wollen sie halt Steine nehmen und beschriften. Und finden die rechts und links hier am Weg. Coole Sache. Das ist was, das muss ich definitiv mal mit meiner Tochter machen. Das macht ihr bestimmt Spaß. Der Lech fließt ziemlich schnell heute. Da möchte ich nicht mit dem Boot drauf sein. Das war es schon wieder. Der Weg führt jetzt wieder in Richtung Straße bzw. in Richtung Radweg. Ich denke mal, das hat man vom Campingplatz aus organisiert, um ja, den Kids auf dem Campingplatz, die hier Ferien machen, ein kleines Highlight zu bieten. Ist ganz witzig und ich denke, kommt auch gut an bei den Kindern. Ich habe auf Komoot irgendwo hier ein Foto gesehen von einer Rastmöglichkeit. Aber glaubt ihr, ich finde die Leute? Glaubt ihr, ich finde sie? Ich glaube, ich werde dieses Video auf der Suche nach einer Bank nennen oder so. Keine Ahnung. Der Bankräuber. Ich bin gleich schon wieder im Auto und hat keine Gelegenheit, irgendwo schöne Pause zu machen. Aber da hatte ich mich, glaube ich, schon gefühlt 20 Mal drüber beschwert auf dieser Tour. Langsam wird es unangenehm. Wind legt zu, Regen legt zu. Und ich glaube, von hinten kommt noch ganz schön gleich was runter, wenn ich das da hinten so sehe. Naja. Laut Komoot müsste diese Hütte jetzt hier hinter mir stehen. Aber hier ist nichts. Nicht zu sehen. Da vorne ist natürlich jede Menge Holz, vielleicht ist die irgendwann mal eingestürzt. Ich habe keine Ahnung. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, zumal die auf dem Foto auch ganz anders aussah. Leute, jetzt mal ernsthaft, hier stehen Wege in Komoot, die existieren hier gar nicht. Also totaler Wahnsinn. Ich bin gerade echt überfragt. Ich bin eigentlich schon wieder auf meinem Rückweg, sprich da, wo es nach Hause geht. Und laut Komoot sollte hier eine Abzweigung sein. Ja, da ist auch eine. Die führt aber nicht auf eine Straße, die parallel zum Ufer geht, wie in Komoot eingezeichnet, sondern da ist Ende. Da ist nichts. Das ist auch kein Weg, sondern das ist einfach eine alte Buhne, auf der man läuft. Total crazy, was hier für Kartenmaterial bei Komoot eingetragen ist. Naja, ich gebe noch nicht auf. Ein paar hundert Meter haben wir noch bis zum Auto. Da ist wieder ein kleiner Pfad. Dem folgen wir doch erstmal. Ich fürchte einfach, dass es alles Wege sind, die mal existiert haben und ja, in den letzten Jahren einfach vom Hochwasser weggerissen wurden. Der Lech wird ja stellenweise immer breiter und breiter. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Hütte da mal vor ein paar Jahren existiert hat und jetzt irgendwo ja, flussabwärts schwimmt. Ich würde sagen, die Kochaktion verschieben wir auf eines der nächsten Videos. Ich bin jetzt gleich schon am Auto und da habe ich auch keine große Lust mehr, die Kochsachen rauszuholen. Unterm Strich war es eine tolle Tour, hat richtig viel Spaß gemacht. Allerdings haben mich die ganzen Bremsen doch arg genervt. Und da habe ich mir gerade direkt von unterwegs eine Ladung No-Bite geordert. Und dann bin ich beim nächsten Mal gerüstet, weil wir haben ja auch Juli und das ist Hochzeit der Bremsen. Das heißt, jetzt kann es nur noch besser werden. Ich hoffe jedenfalls, dass euch die Tour genauso gut gefallen hat wie mir. Und schaut mal, was ich gerade gefunden habe. Das ist der Hammer, oder? Das ist der Diffusor von meiner GoPro-Lampe, die ich hier in der Tasche habe. Ich habe mich den ganzen Weg über geärgert, dass ich das blöde Ding verloren habe. Und ja, jetzt habe ich es wieder. Und ja, genial.
Also besser konnte der Tag nicht enden. Wir sind nicht ins Unwetter gekommen. Und ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns dann auf der nächsten Tour wieder. Das wird wahrscheinlich dann der Teil vom Lechweg sein, wo wir an der Klimmbrücke aus starten. Da, wo wir heute umgedreht sind. Und dann gehen wir weiter Richtung Heselgeer und gemütlich das Lechtal hoch. Bis dahin sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.